Bitte warten. Schmeißt mich natürlich auch wieder hier irgendwo raus. Natürlich toll. Das heißt, das Brot können wir dann wahrscheinlich auch nicht mehr benutzen. Also das ist so ein komischer Bug, aber ey. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Ist halt manchmal, wie es ist. Vielleicht haben wir hier auf dem intakten Schiff dann irgendwie einen Schatz oder sowas. Guck mal, da ist noch so ein Meteorit runtergekommen. Das heißt, da haben wir da auch nochmal irgendwie was drin. Wir haben Zombies. Was ist das? Achso, dieses Bambusgedöns. Ah, okay. Dann machen wir doch mal intelligenterweise Glas kaputt. Zack. Zack. Hi. Na, oller Seemann. Und ihr seht, wir kriegen aus den, aus den, Spawnern, die wir abbauen, so komische Käfige. Aus denen können wir uns dann wieder eigene Spawner zusammenbauen. Was eine sehr coole Sache ist. Gerade halt, wenn man eigene Mobfallen bauen will oder sowas. Sehr, sehr cool. Hat das Ding noch eine tiefere Ebene? Aha! Du warst doch eben nicht da. Ach, die kommen da oben raus. Okay. Aus der Kapitänskajüte. Okay. Da zimmere ich mich selbst hier mal ins... in das Gedöns. Okay. Aber leider keine... kein Schatz... Ich höre aber noch ein Skelett. Au. Sag mal, wo kommst du schon wieder her? Kein Zuhause, ne? Typisch. Typisch Skelette. Skelette. Wenn du wieder anfängst zu nuscheln. Ne? Oh. Also ja, Spawner gibt es ein paar. Kann ich nur sechsfach stacken? Ach, das ist ein... Ah, unterschiedliche Spawner, unterschiedliche Stacks, okay. Okay. Gesehen und zur Kenntnis genommen. So. Dann lass mal hier wieder an Land gehen. Erstmal hier den Meteoriten mal wieder untersuchen. Mal gucken, was da so drin ist in der Kiste. Na, mich ärgert jetzt wirklich halt schon, jetzt schon so ein bisschen, ja, dass wir, dass ich noch keinen Rucksack habe. Aber man kann auch nicht alles haben. Aber es geht das Prinzip. So, komme ich jetzt irgendwie so geschickt nach oben oder sowas? Nämlich aber von oben durchbuddel durch die Mitte. Also, und Gülle fließt hier auch noch durch. Ich hoffe, dass hier irgendwo die Mitte ist. Müsste eigentlich, ne? Bitte warten. Es kann sich nur um Stunden handeln. Bitte warten. Bitte warten. Aber ganz kurz hier ein bisschen Licht machen und bringt hier irgendwie nicht viel bei diesen Himmelsteinen. Ich glaube, das ist die Kiste. Wir kriegen Gravur-Silizium-Druck. Ist bestimmt auch mega wichtig. Hier kommen die Koppels mal weg. Und dann bauen wir mal die Kiste wieder ab. Nehmen wir einfach mal mit. Man weiß ja nie. Allein schon, wenn ich irgendwie dann tatsächlich mal irgendwann eine Höhle finde. Ja. Und, wir dann in der Höhle denken so, ach ja, wir können hier mal Sachen ablegen. Und niemals wiederfinden. Dann ist das ideal. So. Was ist das?
Noch so eine Ruine. Was war da hinten noch? So viel Zeug. So viel Zeug zum Entdecken. Unglaublich. Boah. Ich finde das cool. Na, und selbst wenn es halt nur Kleinigkeiten sind, es wirkt wie eine belebte Welt. Das sieht mir aus wie so ein Grab. Das ist ein Ofen. Kein Grab. Warum ist hier ein Ofen und warum ist da Kohle drin? Ist hier eine vergrabene Stadt? Ist wieder so ein Vulkan, okay. Da ist ein fertiges Haus. Okay. Können wir da wohnen? Nur mal so gefragt. Gucken wir uns gleich mal an. Wenn wir da lebend hinkommen. Und es schneit. Yay, es schneit. Es ist geschnitten. Ach nee. Und es leuchtet ein Licht. Vielleicht wohnt da jemand. Vielleicht eine Hexe. Ja, keine Ahnung. Wir kommen ja auf jeden Fall in so ein Packeisbiom auch, ne? Hallo? Keiner da. Ich glaube, hier wohnt niemand mehr. Dann machen wir das halt zu unserem temporären Heimchen. Legen hier unser Bettchen hin. Oder mal gucken. Wir können ja hierfür auch einen Wegpunkt setzen. Für irgendwann mal. Wegpunkt. Haus im Schnee. Total kreativ. Okay. Machen wir aber erstmal aus. Aber weiß, vielleicht kommen wir hier tatsächlich mal irgendwie hin und... Was ist das denn für ein Götze? Okay. Laufen wir mal zum Götzen. Wenn da hier schon so ein gelber Creeper rumschippt, was bist du denn für ein Creeper? Whetstone Creeper? Ach, da löst dann irgendwelche Redstone-Signale aus, oder was? Mysteriös. Ich würde auch gerne irgendwie diese ganzen Dinger hier auseinandernehmen, um zu gucken, ob da irgendwo was drin versteckt ist. Aber ich glaube nicht. Und ne, Packeisbiome. Ne? Wie oft sucht man bitteschön nach Packeisbiomen? Richtig, ich nie. Aber hier hätten wir eins. Ne, das ist das Eis, das man kaputt machen kann und irgendwie auch mitnehmen kann, wenn ich mich nicht irre. Das nicht einfach so durch Fackeln schmilzt und sowas. Geht aber nicht mit der Spitzhacke. Keine Ahnung. Aber es ist. Man kann es verbrauchen. Ich weiß nur nicht wie. Aber es geht. So. Da hinten haben wir riesige Bäume. Laufen wir mal hin. Wird super. Da noch so ein Vulkan. Ich mag Vulkane. Wenn es davon auch noch eine große Version gibt, umso besser. Wir haben immer noch keine tolle Höhle gefunden, ne? Weswegen wir eigentlich hier unterwegs sind. Saftladen. Hier ist eine Ölquelle. Wuppdidu. Tipp, nicht reinfallen. Schwäche, Wither und Übelkeit. Ist ja toll. Okay. Genug der Albernheiten. Hallo, Kürbisfeld. Okay. Ist das denn? Ist das auch wieder so ein kleiner Mini-Ofen oder was? Ah, so kann man natürlich auch einen Ofen designen, ne? Das ist, ne? Sonst stellt man sich einfach einen Ofen hin und fertig ist. Hier drunter ist nichts. Okay.
Ah, da steht eine Kiste. Ich will die Kiste. Oder zumindest den Loot. Was haben wir denn da? Da ist auch ein halbes Bett. Da ist das Bett weg. Und in der Kiste ist nix. Ja, nichts ist da. Ja, nichts. Ich hätte erst das Bett abbauen sollen. Was ist das jetzt? Einfach so ein Konstrukt. Das ist doch auch hübsch. Also ja, doch, ja. Gefällt mir. Wenn man das so ornamenttechnisch dann irgendwie so als Wegmarkierung oder sowas irgendwo hinsetzt, das ist nett. Kann man machen. Man muss sich halt nur entsinnen, dass, wie es aussah, ne? Ist da hinten ein Spawner? Ja. Lass das mal. Oh, Schweine. Achso. Eben war es noch ein Zombie-Dingens. Vielleicht war es auch wahrscheinlich ein Zombie-Dingens ursprünglich. Aber die Kiste ist leer. Warum sind die ganzen Kisten leer? Muss man da Glück haben oder wie ist das? Mich macht das ja so ein bisschen stutzig. Es kann natürlich auch einfach an meiner Welt liegen, weil ja auch viele andere Kisten einfach mal leer sind, aber die sind ja hier neu generierte Welten quasi. Oder halt Chunks, besser gesagt. Normalerweise dürften diese Kisten nicht leer sein. Aber wahrscheinlich liegt es daran, dass wir eine so alte Welt und kaputte Welt haben. Weswegen wir bald ausweichen werden auf eine Zusatzwelt. So, und wo haben wir jetzt meine Höhle? Eine Höhle, Höhle, Höhle. Hast du schon gesagt, Eine Ente! Ente im Gelände. Was ist das? Das sieht mir aus wie ein Chunkfehler oder sowas. Was zur Hölle? Ich glaube, wenn ich jetzt da reingehe, geht es mir wie dem Wildschwein. Nicht gut. Ich will es nicht ausprobieren. Da, was ist das? Was ist das? Ein Artgenosse! Hier draußen, in der freien Wildnis! Lange nicht mehr gesehen! Uralte Tiere! Und ich habe keinen Safari-Ball dabei. Aber ja, für unseren Zoo gibt es jetzt auch Safari-Bälle, mit denen wir ganz einfach und easy peasy hier die ganzen Tiere dann von A nach B schippen können. Oh, Eisen. Wir brauchten eine Feder. Oh ja, ja. Ja. Ich habe nichts getan. Ich würde niemals was tun, was Tieren schaden würde. Aber wir brauchten eine Feder. Und da ich die nicht einzeln zupfen kann, musste das ganze Huhn dran glauben. Die Rache wird fürchterlich sein, ich weiß. Wo ist jetzt das Mammut hin? Ich habe es doch gesehen. Ich habe es doch gesehen. Ist weg. Einfach so weg. Oh, Lammfleisch. Sonst jetzt hier, ne? Durch den Wald und sowas kannst du halt kaum was erkennen. Und bergige Landschaft natürlich. Da ist wenig Platz für weitere Ruinen und Gedöns. Ich will eigentlich eine Höhle finden, aber ich glaube, so langsam ist da nicht so viel mit Höhle. Da baut sich so langsam das Aua. Biom auf! Aua.